Ein Naturschauspiel, das kürzlich von mehreren Menschen in der Schweiz beobachtet werden konnte. Über dem Zürich, Zuger und Bodensee bildeten sich Wasserhosen. Deren Rüssel reichten von den tiefliegenden Wolken bis auf die Wasseroberfläche. Damit sich eine Wasserhose bilden kann, muss relativ kalte Luft über einen relativ warmen See strömen. Bei entsprechenden Windverhältnissen dreht sich die aufsteigende Luft um die eigene Achse. Dabei zieht der Wirbel Wasser an. Das gleiche Phänomen konnte auch eine Touristin vor der griechischen Insel Korfu filmen. Sie war gerade auf einem Tragflügelboot unterwegs, als sie die Wasserhose entdeckte.